Hallo Welt! Da sind wir wieder in den gelben Blumen. Wir schauen noch mal in unser Tagebuch, denn da kann irgendwas nicht stimmen. Die Aufgabe wollten wir gar nicht machen, die können wir auch gar nicht machen, wie es aussieht. Die Aufgabe, das englische Laster, denn wir sollen Lutzholm einstweilen bleiben lassen. Da können wir gar nicht hin. Warum ist die dann ausgewählt? Wir wollen in dieser Folge vielleicht auf die Suche nach Faraday gehen. Das könnte schwierig werden. Wir haben auch noch viele, viele Nebenaufgaben hier. Alt, aber oho, ja, das mit den Schallplatten werden wir auch nicht schaffen. Da kommen wir auch nicht hin. Wir gucken mal hier auf unsere Karte eben. Die Karte. Da haben wir nämlich hier Sachen, die wir durchaus erledigen könnten. Ja, das hier zum Beispiel nicht. Da brauchen wir Dr. Faraday für. Werden wir wohl nicht schaffen. Die Rednerecke, nein, das wollen wir nicht machen. Und das mit der Simon-Sagt-Kirche, das können wir nicht machen. Das hier können wir noch machen. Mausetoter Freudloser, das könnten wir machen. Sympathie für den Lightbearer, ja, das können wir auch nicht machen. Wir kommen da nicht rein. Frag mich nicht, warum. Ich weiß es nicht, wir kommen da nicht rein. Zu vielen Sachen kommen wir noch nicht. Und ich komme irgendwie immer durcheinander mit diesem Garden District hier unten, in dem wir ja angefangen haben. Denn die goldenen Schallplatten und die Feldlilien auch und die goldenen Schallplatten hier oben, die sollten eigentlich im Garden District sein. Und ich glaube langsam, wir sind gar nicht im Garden District angefangen. Nein, wir haben wahrscheinlich irgendwo anders gewesen sein wollen. Am Anfang waren wir vielleicht. Ach, ich weiß es nicht. Jetzt machen wir aber das erstmal, damit wir noch eine Aufgabe halb fertig haben. Ja, es ist heute ein bisschen verhext alles. Aber die Leute verfolgen uns schon mal nicht mehr. Das ist schon mal ganz gut. Und da können wir sofort los. Dann, also jetzt. Regen. Muss das denn sein? Kann die Sonne nicht scheinen? Ich nehme gleich ein bisschen Freude und dann macht uns der Regen auch nichts mehr aus. Na, seid ihr alle friedlich? Ach, das wird ja auch schon wieder dunkel, so langsam. Die Aufgabe haben wir doch jetzt ausgewählt, oder nicht? Nein, wir haben uns das nur auf der Karte angeguckt und... Ach ja, und den Marker gesetzt. Ja, ja, gut, das reicht. Der Marker reicht. Wo ist der Marker? Moment. Da ist der Marker. Okay. Ich glaube, hier ohne Marker wäre ich jetzt doch im Moment zumindest ziemlich aufgeschmissen. Na, es dauert so ein bisschen, dann werden wir uns hier auch besser auskennen, aber im Moment ist das hier nicht so einfach, sich zu orientieren. 100 Meter, ja, da brauchen wir jetzt noch nicht hinter die Häuser zu gehen. Ach, schöne Musik. Nichts, ich bin nicht gerannt. Ich gehe hier nur ganz gemütlich und fröhlich. Move along, please. What's done is done. Nothing to see here. Past is history. Now, now, mind your own business. Yesterday is no place to live. Alles gut, gut, gut. Immer mit der Ruhe. Was sollen wir denn hier machen jetzt? Okay, wir sind schon mal hier. Schwupp. Mausetoter Freudloser, 19. Oktober 1964, 19 Uhr. Der Arme. Aber ich glaube, er braucht das, was er in seinem Koffer hat. Nicht wirklich. Stimmt's? Was ist in seinem Koffer? Also sollen wir den Koffer uns nehmen? What happened to him? Oh, I'm not quite sure. He's been a solid citizen long as I've been on this beat. Then today he's gone on about leaving Hamlin, waving around a suitcase like a rotten downer. Well, we can't have that. Don't know where he thought he was going. Nobody goes to the Garden District, don't have to. Maybe he had relatives across the bridge. That's right. There's been an outbreak of relatives across the bridge. Has there been an outbreak of downers? No. Of course not.
nothing to worry about. Well, that's a relief. I'm sure the joy is just as good as it's ever been. Each batch just gets better and better. You keep taking it, it'll take care of you. Ja, ja, ist ja schon gut. Ja, wir dürfen hier nicht. Aber die gehen alle da vorbei. Da. All right. Wow, look at you. Oh, to be young again. You better run, you beast! Au, das war nicht der Kopf. Ich wollte doch nur... Moment, lasst mich! Hilfe! Zweimal wieder nicht so gut, glaube ich. Was ist hier? Ein Riesenherz. Ach, hier waren wir schon mal. Die trauen sich doch nicht auf die Wiese. Ah, die trauen sich ja doch auf die Wiese. Oh nein. Nichts wie weg. Total verrückt. Können die so weit gucken, wie wir schleichen hier? Ich glaube, sie vergessen uns gleich. Aber die Ausgangssperre beginnt auch gleich. Ach, sie haben uns vergessen. Der Vorteil an den Drogen hier. Die vergessen uns alle so schnell. Wir müssen was herstellen. Wir brauchen Medizin. Und wir brauchen Heilbalsam natürlich. So, das reicht erstmal. Auf eins haben wir das. Da ist es. Dreimal. Einmal für uns. Njam, njam, njam. Und das Tagebuch. Da waren wir doch gerade schon richtig. Das Tagebuch. Was sagt uns das denn? Auf der Suche nach Faraday haben wir doch gar nicht gemacht. Was ist denn im Koffer, war das doch jetzt? Irgendetwas mit Koffer. Auch ist schon zu Ende vielleicht. Ja, scheint. Oh, zu Ende zu sein. Gut, dann schauen wir uns mal hier die Briefe. Moment mal, aber wenn das zu Ende ist, dann haben wir doch auch immer noch einen letzten Eintrag dazu. So, wir scrollen mal etwas schneller hier runter. Ah, Mausetoter, Freudloser. 19. Oktober 1964, 19 Uhr, das hatten wir gerade. Da steht doch nichts Neues dabei. Aber wir haben Briefe aus seinem Koffer entwendet. Nämlich geschrieben von Dr. A. Verloc. Ein Brief. Mr. William Burgess. The Circus 5. Maidenholm. Wellington Wells. Lieber Mr. Burgess, danke für den jüngsten Brief. Die beschriebenen Symptome, Angstzustände, Schuldgefühle und Hunger sind gewöhnliche Anzeichen von Freudeentzug. Ich kann versichern, dass die Probleme allesamt nur Kopfsache sind. Genauer gesagt ein Resultat chemischer Vorgänge im Gehirn, auch wenn sie sich sehr realistisch anfühlen mögen. Falls der Wechsel zu einer anderen Geschmacksrichtung von Freude nicht hilft, hast du Anspruch auf eine persönliche Behandlung im Haworth-Labor. Jeder Arzt kann dich für die entsprechenden Tests an unsere Einrichtung überweisen. Mit freundlichen Grüßen, Dr. A. Verloc. Haworth Labor, Haworth Street, Usk Glassholm, oh, Wellington Wells. Da gibt's noch mehr Holmes, also hoffentlich komme ich da nicht durcheinander mit den ganzen Holmes. Billy Burgess Tagebuch. Da haben wir, glaube ich, jetzt, das wird, glaube ich, interessant, sein Tagebuch. Es ist alles Kopfsache. Es ist alles Kopfsache. Es ist alles Kopfsache. Eine chemische Reaktion, mehr nicht. Das sagt Dr. Verloc. Und er ist Experte. Ja, wenn dieser Hunger nur ein Fantasieprodukt ist, ist es meine Erinnerung vielleicht auch? Oh Gott, bitte lass es nur meine Fantasie sein. Mehr Freude. Ich brauche einfach mehr Freude. Dann habe ich es vielleicht nicht getan. Nicht wirklich. Nicht so, wie ich denke. Bitte, Gott. So richtig schlau sind wir jetzt zwar auch nicht daraus geworden, also ich zumindest nicht, aber ja gut. Wir haben seinen Koffer. Wir haben eine Aufgabe erledigt.
Na, was steht denn noch auf dem Plan? Das ging ja jetzt ein bisschen schnell, finde ich. Feldlilien? Ja, das können wir alles nicht machen, wie gesagt. Maidenholm. Das habe ich. Da war jetzt aber kein Stern dran, oder? Hier. Hier herrscht Brandgefahr. Da ist doch das Rohr geplatzt letztens, in einer der letzten Folgen. Ich glaube sogar in der letzten oder vorletzten. Ich glaube. Ach, ich sauge es einfach auf. Ganz genau. Aber wir haben ja das Erntegerät für die Motilenpfütze noch nicht. Ich möchte wissen, welche Schriftart das hier ist. Sehr interessant. Also hier oben die Schriftart. Jo, liebe Welt da draußen, bleibt uns nichts übrig. Wir gehen mal nach, obwohl ich ja weiß, was los ist. Zum Bobby Hauptquartier gehen. Das können wir aber in der Nacht knicken, oder? Ja, das können wir nachts nicht machen. Nee, müssen wir am Tag machen. Gleich ist Ausgangssperre. Oh nein, wir haben ein neues Zeichen oben. Was ist denn das für ein Mist? Das ist nicht unser Wegpunkt. Ein mysteriöses Zeichen. Ach Quark. Weiß man jetzt nicht, was das ist. Vielleicht doch noch die Stelle, wo er da abgemurkst wurde. Ja, natürlich auf der Suche nach Faraday zum Bobby-Hauptquartier gehen. Ach, das ist das Bobby-Hauptquartier gewesen? Ach du meine Güte. Da kommen wir ja nie rein. Brauchen wir gar nicht zu versuchen. Das kann doch nicht das Hauptquartier hier gewesen sein. Da war doch die Ausgrabungsstätte. Ja, und da ging der Alarm sofort los. Aber sofort. Was machen wir denn jetzt? Ach so, Richtung Heimat. Ganz genau. Was wir machen, die Straße entlang... Nein, Moment. Graf von Sandwich Park. Das war die Ausgrabungsstätte. Dann ist das hier oben doch was anderes. Ja, dann können wir das doch gleich machen. Aber erstmal schlafen. So, zum Schutzraum. Einfach die Straße runter, immer geradeaus, rechts und dann, naja, wir werden es schon finden. Wo die Straße einfach runter? Wir können auch hinter... Nee, da kommen wir nicht durch. Die Häuser sind alle so Haus an Haus gebaut. Na, was hast du hier zu suchen auf der Wiese, du Freudloser? Den hätten wir verprügeln können einmal. Aber nee, lieber nicht. Wir müssen unbedingt mal eine andere Stadt ausprobieren. Lovely day for it. Righto. Ob die uns immer noch hassen. Da sind wir doch rausgekommen. Das ist der Eingang von hier. Nach hier. Also der. Da sind wir. Das ist die Brücke dahinter irgendwie. Ja, ja, irgendwie wird das schon richtig sein, was ich da gesagt habe. Aber. So eine lange Straße. Ausgangssperre beginnt, glaube ich. Mich wundert's, dass die nicht schon längst angefangen hat. Nein, wir sind nicht gerannt. Ich weiß auch nicht, ich habe auch gehört, da ist einer gerannt, aber wir waren es nicht. Hier wird man ja kriminell. Da haben wir das aus... Nein, das ist die Ausgrabungsstätte. Das ist nicht das Bobby-Hauptquartier. Meine Güte, was habe ich denn heute? Schon die ganze Zeit, auch in den letzten Folgen schon. In der ganzen Aufnahmesitzung ruckelt's heute bei mir im Gespräch mit den Worten. Eieieiei. Ja, da will wohl einer mal wieder aufgetankt werden, oder wie? Echt. Gehen wir mal hier gucken. Passt. Ja. Ach so, Moment, wir haben ja was Schönes Neues, was wir hier machen können. Ja genau, Werkbank aufrüsten. Motilen, der Treibstoff der Zukunft. Wow, die sieht sogar aufgerüstet aus. Beste Werkbank. Verwenden. Oh, haben wir hier was Neues? Moment. Wir können diese Anziehung... Ach so, ja, das ist nichts Neues. Moment. Wir müssen... Wie war denn das? Wieso Chemiesatz jetzt? Ach hier, Werkbank, genau. Ach so.
Ja, ich verstehe. Chemiesatz, also das wird angezeigt nur. Ja, Werkbank. Also, wir können irgendwas Neues herstellen, können wir gar nicht. Och, Moment. Beste Werkbank verwenden. Ja, und wir können gar nichts herstellen hier. Hätten wir gar nicht gebraucht, das Ding. Motilen, der Treibstoff der Zug... Ach, das ist das Bild dahinter. Ah, das Poster. Und ist das, jetzt weiß ich gar nicht, ist das günstiger, das hier herzustellen? 3 Metallteile, da können wir dann also diese Krähenfüße herstellen. Pfeil? Ach Quark, das können wir doch im Inventar herstellen, das kann es nicht sein. Nein, irgendwie hat sich überhaupt nichts geändert daran. Oh, hätten wir uns sparen können. Also jetzt haben wir das Geld einfach so ausgegeben. Aber weiß man ja erst nachher, wenn es zu spät ist. Ein Metallrohr können wir herstellen. Um eine Leuchte zu fertigen. Wow, machen wir doch einmal. Jetzt haben wir das. Und wo ist die Leuchte? Bei den Werkzeugen. Wir haben dieses Rezept dafür nicht. Wir hätten das echt nicht brauchen können. Wir brauchen das jetzt nicht. Sportschuhe. Doch. Sportschuhe sind doch neu. Was war das jetzt? An der Werkbank können wir anständige Schuhe herstellen. Na gut, die haben wir aber. Sportschuhe, super, um darin herumzurennen, natürlich. Sichtbarkeit, wie volle Sichtbarkeit. Geräusche, auch ziemlich hoch, wie jetzt. Hm, tut sich nichts. Tut sich bei den Klamotten hier, tut sich gar nichts, bei den Outfits. Ach komm schon, irgendetwas. Irgendetwas Brauchbares müssen wir doch hier machen können. Pfeile herstellen. Ich dachte vielleicht die Giftpfeile herstellen. Ach, wir brauchen immer die Rezepte dafür. Wenn wir die nicht haben, dann geht das nicht. Komm, wir gehen schlafen. Am nächsten Tag gucken wir weiter. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, wie schwer sind wir eigentlich. Ach, das geht. Da brauchen wir noch nichts da zu lassen. Stundenlang. Schlafen! Ach so. Wie? 2 Stunden? Komm, 12 Stunden, da sind wir aber richtig ausgeschlafen mal. You move, Salmon. Und wir verdursten. Wie schön. Motilen, Verteilungsknoten. Ja, Moment mal. Wenn das so ist... Motilen, Verteilungsknoten, dann sollten wir doch hier eigentlich unsere Energiezellen auch aufladen können, finde ich. Vielleicht können wir uns sowas irgendwann mal selbst bauen. Hungrig und durstig sind wir, ja, ich sehe das doch. Ich sehe doch, was wir haben. Dann müssen wir was essen und trinken. Wasser. Und Johannisbeeren. Fertig. Auf geht's zum Bobby-Hauptquartier. Waren wir da nicht gerade erst? Also gerade vor 4-5 Tagen. Vor 4-5 Folgen, meine ich. Ja, ich glaube, wir waren erst da. Aber nichtsdestotrotz, es geht noch mal dahin. Ich möchte... Nee, komm. Das muss ich jetzt wissen. Was ist das für ein Pfeil da oben? Das ist irgendwas in diesem Gebäude hier. Oben, ja, im Radar. Seht ihr das? Das ist ein Pfeil. Wir kommen da nur hin, wenn wir in die Kirche kommen. So wird's sein. Der macht mich ganz kirre, der Pfeil. Vielleicht können wir da doch irgendwas... Moment, der Pfeil ist weg. Ah, nee, da ist er. Ja, oben. Oben über die Kirche kommen wir da rein. Das wird der Trick sein bei der ganzen Sache. Ja, egal. Komm. Auf geht's. Aufi, aufi. Moment, warum wird uns hier eigentlich ein Haus angezeigt?
Dieses hier vielleicht? Ja. Tut mir leid. Hier gibt es also gefährliche Fallen und einen Alarm. Aber wir lassen das erstmal. Da ist schon wieder was Neues. Also ein Haus wird uns jetzt angezeigt, neuerdings. Also jedes Mal, wenn man auf die Karte guckt, habe ich den Eindruck, dann beim nächsten Mal gucken ist wieder irgendwas Neues dabei. Aber vielleicht meine ich das auch nur. Ich werde auch langsam paranoid hier. Moment. Mrs. Gilberg? Couldn't be better, thanks. Are you new round here? Or did I just forget? It happens, you know. Ihr kauft alle Lovely day for it? Oh! It's been a while, hasn't it? Ihr kauft alle im gleichen Laden ein. Das sehe ich sofort. Unser Ziel... Ja doch. Unser Ziel ist das Auge? Nein. Ein Ausrufezeichen kann es auch nicht sein. Da ist unser Ziel. Wir sind gleich da. Nicht so schräg gehen, das fällt auf. Da ist es nicht. Hier ist es. Ach, das ist doch nicht... Ich weiß doch, wo uns das hinführt. Ach so. Ah ja, wir sind raus und in die falsche Richtung gegangen. Kann man ja auch schon mal machen. Ah, hier auch nicht. 219 Meter hier noch, ja dann. Achso, Entschuldigung. Ich wollte nicht rennen. Alles gut. Na? Should clear up soon, I imagine. I got a new compliment machine. It's so clever. Ja. Eine gute Idee übrigens. Haben wir doch. Cortana heißt sie, oder? Ja, die könnte ein bisschen mehr noch vielleicht. Hey, hey, hier waren wir aber auch noch nicht. Doch, nein. Nicht wirklich. Wer baut denn solche Straßen? Da muss man hier total zickzack fahren. Oh, das bedeutet doch, dass hier irgendwas Interessantes ist noch. Hm. Über 100. Ah, Vorsicht, Vorsicht. Nein. Wir nehmen, bevor wir hier durchgehen, ich glaube, wir müssen da durch, oder? Hm, wahrscheinlich müssen wir da durch. Und dann nehmen wir sowas. Zwei. Wo ist Joy? Da ist Joy, okay. Ach ja, müssen wir da jetzt durch? Die merken doch. Oder wir rennen und verstecken uns? Ja, aber wir kennen uns dahinter nicht aus. Wir wissen nicht, wo wir uns da verstecken. Am besten. 77 Meter. Ach, durch und nach links. Ich möchte nicht schon wieder Joy nehmen. Ach, wenn ich ehrlich bin, ist doch gar nicht so schlecht. Schön Schmetterlinge sehen und so. Lovely day for it. Right as rain, sir. Right as rain. Was passiert eigentlich, wenn wir durchrennen und dann Joy nehmen? Also wenn die uns schon jagen und wir nehmen Joy, hassen die uns dann wohl immer noch? Versuch macht klug. Okay. Nein. So funktioniert das nicht. Man muss Joy vorher nehmen. Ich möchte keinen Gedächtnisverlust. Da, ich bin blutig, ja, weil die mich geschlagen haben, aber da kann ich doch nichts für. Ich bin total auf Droge. Lasst mich in Ruhe. Zack. Versteckt. Herrlich.
Oder suchen sie uns noch? Ein paar suchen uns noch. Zwei. Wenigstens. Oh oh. Oh nein, jetzt geht's uns aber richtig dreckig. Aber uns sucht niemand mehr. Was ja auch irgendwie schön ist. Ja, was soll ich sagen, liebe Welt da draußen? Wir haben dazugelernt einiges und wir sind am Ende der Folge, ich weiß, aber... Ja, gut, wir gehen in der nächsten Folge da rein. Ja, machen wir das so. Aber wir warten den Entzug noch ab, obwohl der Entzug ist doch bei der... Nach der Abmoderation ist der Entzug Vergangenheit. Ja, dann bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Lieben Dank dafür. Daumen hoch für euch. Macht es gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.